Im heutigen Video will ich am Beispiel des Long Array 5 zeigen, ob man mit einem Air Assist die Qualität seiner Laserschnitte verbessern kann. Dabei werde ich ebenfalls zeigen, wie man mit einem Online-Tool 3D-Boxen zum Ausschneiden generieren kann. Alle Links zu benutzten Geräten und Materialien findet ihr in der Videobeschreibung. Danke auch an ZBanks für das zur Verfügung stellen des Air Assists. Daher steht oben links mal wieder Werbung. Natürlich wird wie immer dennoch ehrlich berichtet. Zunächst wollen wir den Air Assist installieren. Der Erweiterungssatz besteht aus einer Pumpe, einem Schlauch sowie einem Adapter für den Laser und einem Ventil. Zum Anbringen der zusätzlichen Luftführung muss zunächst der Schutz des Lasers getauscht werden. Hierzu habe ich einfach den ganzen Laserkopf vom Gravierer demontiert und den Schutz entfernt. Darunter muss eine weitere Abdeckung entfernt werden, um stattdessen den Adapter anzubringen. Da die Abdeckung nicht wieder drankommt, schraube ich die Schrauben wieder rein, um sie nicht zu verlieren. Nun wird der Adapter vorne einfach reingeschraubt. Denkt hier unbedingt an den Dichtungsring, den ich hier zunächst vergessen hatte. Mehr Infos dazu in der beiliegenden Anleitung. Anschließend wird der Schlauch angeschlossen und alles wieder zusammengebaut. Ich habe hier mit Kabelbindern eine Führung für den Schlauch gebaut. Wenn ihr das auch so macht, dann schaut, dass ihr genug Schlauch übrig lasst, dass der Laser noch ganz nach unten gestellt werden kann. Zuletzt müssen wir noch die Pumpe verbinden. Hierzu werden etwa 15 cm vom Schlauch abgeschnitten und das Ventil wird einfach mit einem Schnellverschluss dazwischen gesteckt. Anschließend den Schlauch noch an die Pumpe anschließen und alles ist einsatzbereit. Zum Vergleich, ob die Luftunterstützung einen Unterschied macht, schalte ich diese nun an und ich schneide ein Rentier aus, welches ich im letzten Video schon einmal ausgeschnitten habe. Nach dem Schnitt wird schnell klar, dass der Unterschied enorm ist und man mit der zusätzlichen Luft rechts keine Verfärbungen mehr entlang der Schnitte sieht. Nun können wir damit beginnen, die anfangs gezeigten Boxen vorzubereiten. Hierzu möchte ich euch boxes.py vorstellen, die Website ist unten verlinkt. Auf dieser Website gibt es sehr viele Holzboxen zur Auswahl, welche man umfangreich parametrisieren kann. Als erstes Beispiel nehme ich hier eine abgerundete Box, weil ich die Methode, um Kurven hinzukriegen, sehr interessant finde. Hier kann ich nun zunächst meine gewünschten Maße eingeben und den Deckeltyp festlegen. Anschließend deaktiviere ich den Druck eines Referenzrechtecks und ich passe noch den Burn-Parameter an. Dieser Parameter korrigiert für die Breite des Schnitts, daher nehme ich hier den Durchmesser meines Laserpunkts von 0,06 mm. Größere Werte führen hier zu einem besseren Halt der Teile ineinander, während man es durch kleinere Werte lockerer machen kann. Im Zweifelsfall kann man hier einfach rumprobieren. Über den Erzeugen-Button generiere ich nun eine SVG-Datei zur Ansicht und merke, dass ich doch etwas andere Maße will. Danach kann ich die Datei einfach über Download herunterladen. Als zweite Box nehme ich noch eine Aufbewahrungsbox für D&D-Würfel. Hier muss ich bis auf das Referenzrechteck und den Burn-Wert nichts anpassen und kann das Ganze einfach herunterladen. Zunächst bereite ich die runde Box für den Schnitt vor. Hierfür ziehe ich einfach die SVG-Datei in LaserGRBL und ich wähle eine Geschwindigkeit von 200 mm pro Minute und eine Laserleistung von 100%. Diese Werte hängen vom Material und dem verwendeten Laser ab. In meinem Fall sind das 3 mm starkes Birkensperrholz, welches ich in der Beschreibung verlinkt habe, und der Long Array 5. Anschließend können wir einfach alles exportieren und ausschneiden. Nach dem Ausschneiden klebe ich zuerst den Deckel mit Heißkleber zusammen. Den Rest können wir einfach zusammenstecken. Da es bei mir an manchen Stellen etwas streng ging, habe ich einen Hammer zu Hilfe genommen, auch wenn man das im Video nicht gesehen hat. Die fertige Box kann sich auf jeden Fall sehen lassen und ich finde, dass die Rundungen super gelungen sind. Die zweite Box ist etwas komplizierter, da hier nicht alles auf eine A4 Holzplatte passt. In LaserGRBL kann man hier nach dem Import die zu großen Maße sehen. Daher müssen wir die SVG-Datei in zwei Teile aufteilen. Ich dupliziere hier die SVG-Datei und nutze als Software Inkscape, um jeweils wie gezeigt die Inhalte teilweise zu entfernen. Dabei schaue ich, dass alles weiterhin dicht aneinander liegt, um keinen Platz zu verschwenden.
Anschließend können wir einfach die zwei Schnitte in LASIK RWL wie bei der ersten Box vorbereiten und ausschneiden. Als kleinen Bonus habe ich dann auf die Oberseite noch das D&D-Logo eingraviert, um die Box etwas schöner zu gestalten. Hierfür habe ich 3000 mm pro Minute und eine Leistung von 35% benutzt. Nun habe ich die Box mit Hilfe eines Hammers vorsichtig zusammengebaut. Zum Abschluss noch 4 Magnete einhämmern und dabei unbedingt auf die Polung achten und schon ist alles fertig. Auch hier wieder ein sehr gelungenes Ergebnis. Zum Abschluss kann ich einerseits sagen, dass der Air Assist beim Schneiden zu einer starken Verbesserung der Ergebnisse führt. Andererseits kann ich all denen, die gerne coole Boxen aus Holz bauen wollen, die Boxes.py Website nur empfehlen. Mich haben die Ergebnisse zumindest überzeugt. Alle verwendeten Geräte und Materialien sind natürlich zum Nachmachen unten verlinkt. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst.